Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kurvenmuckebox von Mickey. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kurvenmucke von Mickey, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier eine dunkelgraue Box mit gelber Schrift. Kopfnussmusik präsentiert Mickey Kurvenmucke. Dann haben wir hier rundum noch einen Rahmen, der hier jeweils an den Ecken so etwas abgerundet ist. Ansonsten ist das Ganze hier in dunkelgrau gehalten. Dann haben wir hier noch das Logo von Kopfnussmusik, dem Label. Hier oben auch noch dunkelgrau. Hier dann auch wieder Kopfnussmusik. Und dann haben wir hier noch einen Barcode. Ja, also sehr schlicht gehalten, die Box auch etwas klein. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal eine Fahne, das Album, dann hier eine Bonus-CD, ein Poster und eine Autogrammkarte. Gut, von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite und nachdem hier wirklich nur die Fahne hier eingeschweißt ist, machen wir die mal raus und dann starten wir direkt mit dem Album an sich. So, also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier auch wieder in diesem Dunkelgrau mit diesem gelben Rahmen und dem identen Schriftzug Mickey Kurvenmucke stehen. Und genau diesen haben wir dann hier auch abgebildet. Also es sieht so aus wie eine Fußballtribüne und er scheint hier der einzige zu sein. Also es dürfte wohl gerade kein Spiel stattfinden, aber auch passend zum Albumtitel Kurvenmucke. Es geht natürlich in diesem Fall um die Fußballkurve, also um die Fankurve. Also eine Mischung aus Rap und Sport, beziehungsweise Fußball und ja, Faszination Fußball, in seinem Fall speziell der BVB, also Dortmund. Ja, das Album kommt in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite haben wir hier nichts und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 18 Tracks an der Zahl und wir haben hier einige Features, und zwar haben wir Features von Hagen Stoll, Deos, Sonic, Reese, Caroline, Töter, Sonic, Reese und nochmals Reese. Ja, das sind echt einige Features, die meisten natürlich aus dem Kopfnussmusik-Camp, die man ja abkürzt KNM, nicht zu verwechseln mit KMN, also Kopfnussmusik KNM. Dann haben wir unten noch die Credits und rechts einen Barcode und hier dann auch nochmal Mickey abgebildet, wieder auf dieser Tribüne. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet, recht dünn. Ja, sind im Endeffekt nur zwei Seiten. Einmal hier die Tracks 1 bis 9, dann hier die Tracks 10 bis 18 und dann haben wir hier noch die Infos, wer das Ganze gemixt, gemastert und recorded hat, von wem die Fotos stammen, Artwork und so weiter. Und hier dann auch nochmal Mickey abgebildet. Genauso wie hier. Also, Booklet auch eher schlicht gehalten. So, dann haben wir die Album-CD. Die ist in dunkelgrau und gelb wieder mit diesem Schriftzug. So sieht das aus. Auf der Rückseite auch nochmal zu lesen. Mickey Kurvenmucke. Es ist das zweite Soloalbum von Mickey. Aber damit nicht genug. Wir haben noch eine Bonus-CD. Und zwar haben wir hier einen goldenen Bilderrahmen mit diversen Bildern von Mickey, jünger und älter. Hier zum Beispiel, das war sein voriges Release, Malocha-Sohn. Also hier einige historische Bilder und auch natürlich aktuelle. Dann lesen wir hier Best of Mickey. Und auf der Rückseite haben wir dann auch hier 18 Tracks. Also 18 Tracks zusätzlich zu den 17 Tracks des Albums. Das ist echt nicht schlecht. Und auch hier haben wir wieder jede Menge Features dabei. Natürlich auch hier großteils aus dem Kopfnussmusik-Camp, also Reese,
Deus und Sonic. So sieht das aus. Dann schauen wir uns mal die CD an. Die sieht dann so aus, dunkelgrau und gelb. Ihr wisst wie, das Ganze kommt in einer Papphülle. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte, die ist quadratisch. Hier haben wir ungewöhnlicherweise auch noch die Signatur des Fotografen. Also hier lesen wir Romina Fotografie bzw. Fotomina Grafie. Und hier runter steht, wenn ich es richtig lese, Romina Novosadko. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gelesen. Und dann haben wir hier Reese mit so einem weiß-silbernen Stift unterschrieben. Und auch hier wieder das Bild, das wir schon kennen. Rückseite blank weiß. Okay. Dann ist mit dabei ein Poster. Das schauen wir uns mal an. Okay. Also das ist so ein, mehr oder weniger, ja, eine Collage von Mickey, aber vor allem auch von seinen Fans. Also hier haben sich sehr viele Fans verewigen dürfen. Wenn ich mich nicht täusche, dann gab es dazu sogar eine Aktion, wo man ihm eben Fotos zuschicken sollte. Und aus diesen zugesendeten Fotos wurde dann hier dieses Collagenposter gebastelt. Wir haben hier auf einigen Fotos natürlich Mickey mit drauf. Hier zum Beispiel samt einem weiblichen Fan, aber natürlich auch jede Menge Fotos, wo Fans alleine drauf sind. So sieht das aus. Sehr farbenfroh. Natürlich, wie man sieht, hauptsächlich schwarz und gelb. Also die BVB-Fahnen. Farben natürlich, ganz klar. Dann packen wir das mal wieder zusammen. Ihr seht schon, es ist im Querformat und einseitig bedruckt. Lässt sich hier auf sehr klein zusammenfalten. Und ist die Autogrammkarte runtergefallen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Fahne mit dabei. Ja, die dürfte echt ziemlich groß sein. Ja, das ist sie auch. So, wir haben hier einmal das Logo von Kopfnuss Musik in diesem klassischen Rahmen, in diesem Doppelrahmen, wie wir das kennen. Hier oben haben wir einmal das Mikrofon, das hier aus dem Kopf entspringt, aus diesem Schädel. Und unter diesem toten Kopf kann man dann Kopfnuss Musik lesen. Das Ganze ist in Schwarz und Weiß. Die Fahne ist im Querformat. Die ist echt riesengroß. Also ich kriege die nicht mal ansatzweise aufs Bild. Sie hat allerdings an den Ecken keine Ösen oder irgendwas zum Aufhängen. Also es ist hier alles vernäht. Bedeutet, ihr könnt euch das natürlich dann regulär irgendwo aufhängen, aber wie gesagt, Ösen sind hier keine vorhanden. Das heißt, mit Seilen, mit Schnüren werdet ihr euch das schwer tun. Und wir haben ja auch noch einen Zettel. So, was lesen wir hier? 100% Polyester und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Und was haben wir hier dann noch? Kopfnuss Musik, Westendorfstraße 41 in 44287 Dortmund. Alles klar. Gut, also die Fahne sehr groß in Schwarz und Weiß gehalten, im Querformat und auch die einseitig bedruckt. Dann werden wir auch die mal wieder zusammenfalten. So, und dann fassen wir zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Also, einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat in Schwarz und Weiß mit diesem riesigen Kopfnuss-Musik-Logo. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte quadratisch, so sieht die aus. Das Poster einseitig bedruckt, ebenfalls im Querformat, das eben diese Collage da darstellt, diese Fan-Bilder-Collage. Dann die Bonus-CD, beziehungsweise ja, Bonus-Album möchte ich was sagen, Best of Mickey mit insgesamt 18 Tracks. Plus natürlich das Album an sich, Kurvenmucke, mit insgesamt auch 18 Tracks. Also wir kommen dann auf 36 Tracks. Jawohl, das ist echt eine Menge.
Das alles in dieser wunderbaren Box Kurvenmucke von Mickey. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mickey unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.